Hi, dies ist ein kleines Informationsvideo. Leute. Hi, Leute. Hi, Leute. Hi, Leute. Hallo. Hi, Leute. Hey, Leute. Hey, Leute. Hey, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Ein Jahr YouTube, ein Jahr Beauty Soul. Ich mache jetzt seit genau einem Jahr YouTube. Eigentlich hatte ich vor, mir jetzt alte Videos von mir anzugucken. Bloß es gibt zwei Probleme. Erstmal mit Windows Movie Maker kann man nicht ein Video in ein Bild einfügen. Also ich könnte jetzt nicht noch ein Video einfügen, damit ihr seht, was ich sehe, wo ich jetzt schon gar nicht erst machen möchte. Und auch, dass ich mir vor einem Monat schon meine alten Videos angeguckt habe und schon da reagiert habe. Und ich jetzt eben weiß, wie, wann, wo ich reagiere und so. Und deswegen mache ich das nicht. Deswegen mache ich jetzt dieses Video. Wie gesagt, ich mache ein Jahr YouTube. In diesem Jahr ist viel passiert. Wenn man sich mein erstes Video anguckt, kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Guckt es euch an. Ich war damals 11 und ich bin jetzt fast 13. Also ich war da also das war ja ungefähr um die Zeit. Ich war kurz bevor ich 12 wurde. Jetzt bin ich kurz davor, dass ich 13 werde. Und ich habe mich grundauf geändert, würde ich sagen. Ich fand, wenn man mich damals ansieht, ich bin wirklich eine 11- bzw. 12-Jährige. So wie wenn man dran denkt, man sich das auch vorstellt. Und jetzt finde ich, ich bin viel reifer geworden. Ich sehe auch viel reifer aus als damals. Ist ja natürlich, aber ich finde es schon ziemlich krass. Und selbst wenn ich mir Videos angucke, die ich vor einem Monat oder vor 2 Wochen gedreht habe oder so. Jetzt ist das nicht der Fall, da ich eine Pause hatte. Aber auf jeden Fall, wenn ich mir Videos angeguckt habe, war ich erschrocken und musste auch lachen. Wenn ich mir jetzt das Video angucke, das wäre WDR-Video von mir und Sarah, das ist noch gar nicht so lange her, aber ich habe das Gefühl, dass wir ganz andere Menschen sind. Und in diesem Jahr habe ich auch viele neue Leute kennengelernt, ich habe viel Glück durch YouTube bekommen, viel Glück durch euch, also meine Zuschauer. Ich habe jetzt 4 oder vielleicht auch ein bisschen mehr Fanpages, was ich auch voll krass finde und ich chatte ja sozusagen auch mit denen, also nicht mit allen, aber ich finde es einfach so cool, würde ich die wirklich mal treffen. Ich hatte jetzt eine Pause gemacht, hatte sie nicht angekündigt, aber wie ich auf Instagram gesagt habe, falls ihr Instagram habt oder Instagram, falls ihr Instagram habt und euch jetzt gefragt habt, warum ich keine Videos mehr mache, folgt mir da, weil wirklich da sagt immer an, wann was passiert. Hatte ich eine Pause gemacht, weil es mir psychisch nicht gut ging, wodurch es mir körperlich auch nicht gut ging. Und was ich auch schon mal gesagt habe, wenn es mir schlecht geht, will ich nicht in einem Video so tun, als würde es mir gut gehen. Und ich wollte aber auch kein Video machen, wo es mir schlecht geht. Einfach weil man guckt es einfach nicht so gern. Und jetzt, weil ich so lange keine Videos mehr gemacht habe, habe ich so viele Ideen in mir und so eine Freude schon darauf, wieder regelmäßig Videos zu produzieren, regelmäßig Abonnenten dazu zu bekommen, regelmäßig Kommentare zu bekommen. Und ich freue mich einfach. Ich habe in diesem Jahr Josie kennengelernt, ich habe Josh kennengelernt, ich habe, ich habe viele Leute kennengelernt. Ich habe Katharina kennengelernt und noch viele mehr. Aber sagen wir mal, also die 3 Leute machen auf YouTube. Und Josie ist, finde ich, auch wenn wir jetzt nicht jeden Tag chatten oder uns jeden Tag treffen oder so, sie lebt ja auch in Berlin, genau wie ich. Und ich bin einfach froh, sie kennengelernt zu haben, weil ich finde, sie ist eine gute Freundin von mir geworden. Josh habe ich jetzt einmal gesehen, das war mein letztes Video, könnt ihr euch gerne mal ansehen. Das war meine erste Begegnung mit ihm und ich hatte mich so doll auf diese Begegnung gefreut. Und es war auch übelst cool und ich mag Josh auch total gerne. Und ich fände es wirklich toll, würden wir, also auch weil ich positive Kommentare über dieses Video bekommen habe, ich würde mich freuen, würde ich ihn noch ein paar Mal sehen. In diesem Jahr ist unglaublich viel passiert und ihr könnt euch wirklich mal alte Videos und von mir neue Videos ansehen. Die Qualität hat sich verbessert, ich habe mich verändert, alles hat sich verändert. Und auch bei diesem Wer würde er-Video mit Sarah, der Schnitt, oh mein Gott, ich dachte mir so, was soll das? Mir ist auch selber aufgefallen in meinen Videos, wie ich selber bin und ich habe dieses Jahr, in dem ich YouTube gemacht habe, war wirklich, glaube ich, mein glücklichstes Jahr, weil, ich weiß nicht, irgendwie hat YouTube mir, wie gesagt, Glück gebracht. Und ich habe immer noch den Ehrgeiz und ich möchte immer noch
weitermachen, auch wenn ich eben so eine Pause gemacht habe. Und was ich auch noch toll an YouTube finde, wenn ich mir irgendwann mal in Jahren meine Videos angucke, dann sehe ich, wie ich war, wie ich aussah und so weiter. Und das finde ich einfach so, so krass, weil ich einfach wirklich viele Medien mit mir habe, sag ich mal. Und wenn ich, oder wenn ich richtig alt bin und das sehe, weil ich das auch auf meinem PC habe, ich glaube, das ist toll. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Jahr. Wir haben jetzt 500 Abonnenten in diesem Jahr geschafft. Auf Instagram 2000. Eine gewaltige Zahl. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich freue mich auf die neuen Abonnenten. Ich freue mich auf die neuen Videos, auf meine neuen, auf mein neues Equipment, weil ich mir neue Dinge kaufe. Ich freue mich einfach total auf das neue Jahr. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Ich grüße alle meine Zuschauer, alle meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.